So Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu Assassin's Creed Valhalla. Mal wieder etwas in eigener Sache. Das hier ist ein Streaming-Folgenprojekt. Deswegen wird es hier immer wieder am Anfang zu dieser Ansage kommen, sofern es mitten unterm Stream ist. Deswegen hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Genießt das Wikinger-Setting. Und ich würde sagen, legen wir jetzt los. Was soll das sein? Süden. Noch ein bisschen lauter vielleicht. Ah, das sind die Flüsse. Arue und Elna. Elna ist da. Ah, Ruhe. Das muss da irgendwo sein. Ich sollte mit Haitham die nächsten Ziele besprechen. Oh, da jetzt auf einmal. Mann. Erzähl mir, was du hier tust. Ich kaufe und verkaufe alles Mögliche. Und ich habe ein gutes Netzwerk an Händlern. Was bedeutet, dass... Aber ich kann gar nicht viel tun, wenn... Nun muss ich gehen. Auf bald. Bis zum nächsten Mal, Eivor. Kann ich das ausbauen?
zu haben. Ist der Händler aber? Nein. Gut, das war's schon wieder. Eivor! Oh. Guten Tag, Alvis. Du bist zurück. Willst du es erneut probieren? Das will ich. Vielleicht schlage ich mich diesmal besser. Ich glaube an dich. Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Unterweist du mich, geht's meinem Herausforderer schlecht. Nein, der Reim ist gut, aber zu viele Worte stören das Versmaß. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Dann sag ich, heiße Luft verbeult dir deine Stirn. Ah, eine gute Antwort. Ich hab dich dumm genannt und du hast es zurückgegeben. Du hast mein Thema, Verstand, aufgegriffen. Wenn dir mehrere passende Erwiderungen einfallen, nimm die, die inhaltlich am besten passt. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwart ich, wie's dir dann ergeht. Meine Gegner vom Reim und vom Witzsturm verweht. Makellos, ja. Mit dieser Antwort hättest du mich besiegt. Du zankst voller Können, vortrefflich gemacht. Gekonnt schwingst du Axt und auch Wort in der Schlacht. Danke, Alvis. Diese Lehrstunde merke ich mir. Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meinen Taschen. Je weniger es von ihnen gibt, desto heller erstrahlt die Welt. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Mach weiter so. Oh, und das Land wird von diesen Monstern frei sein. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden.
Das ist langes. So. Jetzt geht's aber weiter. Habe ich das nicht mehr. Da kann man da schnell reisen. Nein, aber hinfahren. Hallo, sei gegrüßt. In diesem Gewässer müssen wir rudern. Zeit für ein Lied! Wir können jetzt das Segel nutzen! Vor einiger Zeit traf ich einen wandernden Skalden, der einen Jarl oder König als Herrn suchte. Er hatte seit Jahren nicht gedichtet und fürchtete einzurosten. Ich sagte, ich kenne viele große Männer. Ich kann... Segel hoch! Eine Handvoll Könige, doch soweit ich wusste, hatten sie alle genug Skalden. Der arme Mann war enttäuscht, doch er dankte mir trotzdem. Als er ging, fragte er nach meinem Namen. Dag Nidison, sagte ich ihm. Die Augen des Skalden weiteten sich. Dag Nidison, rief er, aus Hornberg? Ich nickte und sagte, genau der bin ich. Der arme Skalde war plötzlich voll Freude. Du bist ein Held unter Helden, sagte er. Lass mich einen Vers für dich dichten. Bitte. Stellt euch meine Überraschung vor, solch Lob zu hören. Ich stimmte zu. Und er dichtete 2 Tage lang einen wundervollen Vers in meinem Namen. Ja, einen wundervollen Vers. Unvergessen, ja. Und ich werde, jawohl, ich werde ihn euch vortragen, wenn wir Zeit dafür haben. Das sind die ganzen Länder. Steppert. Was tut du? Das Segel bleibt noch unten. Das Segel ist jetzt bereit. Mehr Segel! Segel nieder!
schwer bewacht für eine Gruft. Die Toten werden sie sicher nicht beschützen. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Jetzt habe ich das Ziel. Zeig es mir. Gemeinsam! Wie immer, Bruder. Zur Hölle! Irgendwo hier unten sein. Wo versteckst du dich, Burkhard? Von dieser verdammten Gruft krieg ich Gänsehaut. Zuerst alles durchsuchen. Ich bin sicher ganz nah dran. Okay, dann ist das dort doch so ein anderes Versteck. Leiche! Verdammt, was du tun, Hund! Ich feide dich aus. Ich
wo es dahin geht. Messer Burkhardt, willst du mich mit Butter beschmieren? Zurück, habe ich gesagt! Ich werde kämpfen! Wenn du drauf bestehst... Du wirst mich töten müssen! Zu deinem Glück wird es soweit nicht kommen. Ich bin hier der König! Ich! Wir müssen jetzt los, sonst verpassen wir noch die Krönungszeremonie. Der Weg geht nicht. Antwort des Sultans.
Ich kämpfe auch im Gebüsch gegen dich. Alter. Ernsthaft? Gottes Urteil entkommst du nicht! Ihr habt gewonnen. Von wegen. Leofred, ich habe ihn entsandt, um euch zu vernichten. Schweig. Du weißt gar nicht, was euch allen noch blühen wird. Ihr seid ein Schandfleck dieser Erde. Ihr allesamt. Eine lästige Plage. Ihr habt Mercia nicht verdient. Der Sieger trägt die Beute davon. Man muss gewinnen, um Mercia verdient zu haben. Deppert ist der Tag, den König herumzutragen.
kaputt, oder? Wir müssen los. Schnell! Gleich hinter dir. Oder 900 Meter. Jetzt geht's. Kennst du das? Nein! Nein, ihr! Ihr gottloses Ungeziefer! Damit kommt ihr nicht durch! War das Absicht? Schön, schön. Alles ist im Wandel, Bogret. Es fehlt nur noch die Krönung. Ein Vitenagemot mit den hohen Leuten von Mercia. Bogret, mein Herz! Meine Teure, bist du verletzt? Haben sie dir wehgetan? Nein, mir geht es gut. Wir müssen weiter. Dein König wartet schon. Der Tod erwartet euch, Dänen. Euer Ende war beschieden, als ihr es auf mich abgesehen hattet. Dafür habe ich gesorgt. Die Eiferer werden eure Namen bald kennen. Wo auch immer ihr seid und wie weit ihr auch reist, sie werden euch finden. Genug gepiepse, du fiepsender Sperling. Lass meinen Bruder den Irren von Tamevjord sein. Eiferer. Was meint er damit? Lass ihn reden. Das sind verzweifelte Drohgebärden, mehr nicht. Geh ein Stück mit mir, Wolfsmal. Es ist noch Zeit bis zur Zeremonie. Wohin denn? Ich habe kein bestimmtes Ziel. Ich will nur feiern. Hätte ich gar nicht von dir gedacht. Du hast ein düsteres Urteil über mich gefällt, was? Das ist nicht schlimm, denn ich habe mir auch eine Meinung über dich gebildet. Führst du ein Lamm zur Schlachtbank? Siehst du, was ich meine? Düster. Zu düster. Tja. Ihr da! Verschwindet! Setz dich. Ich weiß, ich war ein Arsch. Du bist ein guter Krieger, das respektiere ich. Mögen alle wissen, dass Ivar der Knochenlose Eivor als Freund betrachtet. Wer nennt dich Knochenlos? Ein Wurm in Irland. Hab meinen Speer in seinen Eingeweiden gesäubert. Er nannte mich Knochenlos,
weil ich mich wie Schilf im Wind bewege. Nicht, weil du immer zu betrunken zum Pflügen bist? Valhall. Dorthin zieht es mich. Ich kann das Blut riechen und den Met schmecken. Ich werde mit meiner Axt in der Hand neben dem Hohn sitzen. Ein passendes Ende für einen Ragnarsson. Sollte man meinen, was? Ich, Halfdan, wir werden dort sein. Aber Ober, nein. Wir jagen nicht demselben Sieg nach. Nicht mehr. Was will Ober denn? Er will irgendwo auf einem Bauernhof alt und fett werden, umgeben von lauter kleinen Obers. Er will einen Erben. Davon träumen viele. Krieger nicht. Dringer wie wir träumen von anderen Dingen. Früher war es nicht so, aber Englerland hat ihn verweichlicht. Wie war er denn früher? Wie ich. Grimmig. Wild. Bei allem Respekt, aber ich glaube, niemand ist wie du. Sollte das ein Kompliment sein? Ich meine nur, dass die Dinge früher einfacher waren. Wenn es dich so sehr stört, warum ziehst du nicht ohne ihn los? Weil er mein Bruder ist. Ich liebe ihn. Und ich werde tun, was nötig ist, um ihn wieder von meinem Weg zu überzeugen. Wir alle sind Krieger. Und zwar bis zu unserem Tod. Ich habe mich wieder selbst übertroffen. Habe ich die Krönung verpasst? Ja, Leute, das war's schon wieder mit dieser Folge. Diese ist jetzt aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge Assassin's Creed Valhalla. Macht's gut, bis dann. Ciao und Baba.